Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. Und in diesem Video, ja, möchte ich dir zeigen, wie du ja deine Webseiten tracken kannst, wie du ja deine Webseiten relativ einfach A/B-Split testen kannst und ja, wie du Klicks auf Buttons messen kannst. Und ja, diese Ergebnisse sind super wichtig, weil dadurch kannst du ja natürlich herausfinden, ja, wie du deine Webseiten verbessern kannst, wie du die Performance deiner Seiten optimieren kannst. Und diese Tools sind, und das ist das Schöne, bei Builderall inklusive schon dabei. Da musst du ja bei vielen anderen schon ja, zusätzliche Tools buchen oder ja, relativ teuer, die ja eben halt einkaufen, je nachdem. Und ja, was Builderall grundsätzlich so bietet, ist schon ja, richtig cool. Aber wie gesagt, jetzt geht es ja um die Tests und dazu, weil ich werde in Zukunft noch ja, die ein oder andere Sache hier einfach zeigen. Deswegen habe ich hier mal ein paar Testzeiten angelegt, einfach um ja anhand von diesen Testzeiten dir das eben zeigen zu können. Und ja, zunächst loggst du dich in dein Builderall Dashboard ein, gehst dann eben auf Baukästen, Pixel Perfect Sitebuilder und dann hast du ja dort deine Seiten erstellt. Du klickst auf Bearbeiten und dann öffnet sich diese Maske hier und hier kannst du über diesen Button kannst du ja neue Seiten einfach hinzufügen. Genau. Das heißt, ich habe jetzt hier mal eine Opt-in-Seite hinzugefügt, eine zweite Opt-in-Seite, eine Danke-Seite, weil ich möchte ja dann messen, wie viele Leads habe ich generiert und eine Angebotsseite, also eine Sales-Page gemacht. Ja, und ich habe das alles nicht bearbeitet, sondern einfach nur hinzugefügt. Das kannst du sehr einfach hier machen über diesen Button Seite hinzufügen und dann kannst du hier aus vielen, vielen Templates wählen und ja, dir die das Template aussuchen, was eben deinen Vorstellungen entspricht. Und wenn du das hinzugefügt hast, geht einfach über einen Klick. Dann gibst du der Seite Namen, klickst auf Bestätigen und dann ist die im Prinzip hier hinterlegt und du kannst die hier aufrufen. Und ja, jetzt kannst du die Seite so anpassen. Ich rufe dir mal schnell auf hier. So, und jetzt kannst du die Seite hier so anpassen, wie du das möchtest. Kannst hier deine Texte eingeben. Ja, kannst sie natürlich auch umbauen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Als allererstes, wo man A/B-Split-Test machen, geht super einfach. Du siehst hier, das ist die Hauptseite. Das siehst du an diesem Home-Button. Ja, das heißt, wenn du jetzt hier draufklickst oder deine Domain beziehungsweise die Seite aufrufst, dann ist das die Seite, die erscheint, wenn du jetzt die direkte ja, URL dementsprechend verwendest. Machen wir wieder zu und genau, jetzt erstellen wir den A/B-Split-Test. Und zwar möchte ich jetzt die Opt-in-Seite 1 gegen die Opt-in-Seite 2 tauschen. Ich möchte wissen, welche der beiden Seiten konvertiert besser. Und ich möchte wissen, und jetzt muss ich ja dein Programm dann natürlich noch sagen, was soll denn gemessen werden? Wann ist denn das Ziel erreicht, was du dir vorstellst? Und das ist, wenn der Lead im Prinzip, der Interessent, wenn der seine E-Mail-Adresse bestätigt hat, dann wird er auf diese Danke-Seite weitergeleitet. Und wenn das passiert ist, dann soll das als Conversion gelten. So, und deswegen klicke ich jetzt hier einfach auf dieses Zahnrad. Und hier oben habe ich jetzt hier dieses Chart-Symbol. Und wenn du hier drauf gehst, dann öffnet sich auch so ein Textfeld, wo Konvertierung-Test schon draufsteht. Ich klicke einmal drauf. Und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann einmal über Konvertierungsstatistiken die Performance der Seite messen. Das heißt, ich kann einfach hier die Conversion messen, nur auf der Seite. Oder ich kann halt sagen, im A/B-Test, ich möchte zwei Seiten gegeneinander testen. So, und das machen wir jetzt mal. Wir klicken hier drauf und jetzt ist hier auch noch mal alles erklärt. Jetzt füge ich hier einen neuen Test hinzu, kannst beliebig viele Tests hier machen und nenne das Ganze jetzt einfach mal Opt-in-Test. So, und jetzt das ist also die Beschreibung und jetzt werde ich gefragt, was ist die Zielseite? Und da wähle ich dann eben meine Danke-Seite aus. Und jetzt fragt mich das Programm, gegen welche Seite möchtest du denn testen? Und da sage ich einfach Opt-in 2. Klicke hier auf Speichern und das war's schon. Das Einzige, was ich jetzt noch tun muss, ich muss den Test noch aktivieren. Du siehst es hier an Status, der ist jetzt hier nicht aktiv, also inaktiv. Siehst du an dem roten Strich mit dem roten Kasten außenrum und wenn du jetzt hier draufklickst, ist der Test aktiviert. So, das war's jetzt im Prinzip schon. Das heißt, wenn ich jetzt diese Seite aufrufe, dann wird abwechselnd, ja,
diese beiden Seiten miteinander getestet und ich erhalte dann die Ergebnisse. Und die Ergebnisse kann ich abrufen, indem ich hier wieder ja, auf dieses Balkendiagramm gehe. Und du siehst jetzt hier einmal die Opt-in-Seite 2 und die Opt-in-Seite 1 und die Opt-in-Seite 2. Du siehst, auf der ersten war jetzt der eine Zugriff von mir, ja, und du siehst die Umwandlungen und hier oben drüber dann, wenn jetzt hier eine Conversion stattfinden würde, würde da der Balken hier blau werden und ich hätte hier eine Prozentzahl und dann kann ich sehen, okay, Opt-in-Seite 1 so und so viel Prozent Conversion-Rate, Opt-in-Seite 2 so und so viel Conversion-Rate. Und zwar hier für alle Geräte. Ich kann mir das aber auch anzeigen lassen, nur für Desktop, nur für Tablet. Ja, du siehst also, ich habe jetzt über Desktop ja quasi die Seite besucht. Siehst du hier den Zugriff 1. Über Tablet ist es bei beiden 0 und bei Handy, Mobiltelefon logischerweise auch 0. So, und so habe ich natürlich die Möglichkeit zu testen, welche Seite funktioniert besser. So, und jetzt, wenn ich aber keine zwei Seiten gegeneinander testen will, aber trotzdem gern die Performance meiner Seite messen möchte, dann nutze ich einfach hier Konvertierungsstatistiken. Sag wieder hinzufügen. Nenne das Ganze jetzt auch einfach mal wieder Opt-in-Test. Und sag hier, Zielseite ist die Danke-Seite. Klick auf Speichern. Und dann habe ich im Prinzip das Gleiche nur für diese Seite. Ja? Ich aktiviere das. So, und jetzt kann ich hier mir wieder über das Balkendiagramm einfach anzeigen lassen, wie hoch meine Conversion-Rate ist. So, das sind diese zwei ersten Tests, die ich dir zeigen wollte. Also siehst, super einfach anzulegen. Und jetzt gibt es noch eine Möglichkeit, wenn du zum Beispiel eine Verkaufsseite hast, rufen wir einfach mal auf. Hab das hier unter Angebotsseite. Da dauert immer einen kleinen Moment. So, und wenn ich jetzt hier runter scrolle, dann siehst du hier diesen Button. Und ich möchte jetzt einfach hier oben wäre jetzt ja, mein Verkaufsvideo und ich möchte jetzt einfach wissen, wie viele Leute klicken denn oder wie viele Klicks kriegt denn jetzt der Button. Ja? Dazu wähle ich einfach den Button hier aus, klicke entweder Doppelklick oder rechte Maustaste und kann jetzt hier auf Ausführen gehen. So, und jetzt habe ich hier einfach mal eine Webadresse angegeben und ja, in einen neuen Tab öffnen. Und ich möchte jetzt einfach, also du könntest jetzt hier eine Weiterleitung zum Beispiel zu deinem Digistore-Warenkorb legen oder zu deinem Shop-Warenkorb, wie auch immer. Ja? Und ich möchte jetzt einfach wissen, okay, wie viele Klicks erhält denn dieser Button? Ja? Und dazu gehe ich hier einfach auf erweiterte Optionen. Entschuldige, nicht erweiterte Optionen, sondern hier auf Click Analytics. Und jetzt kann ich hier einen Aktionszähler anlegen, beziehungsweise wenn ich schon einen habe, auswählen. Ich habe jetzt schon mal einen angelegt, werde dir jetzt aber trotzdem zeigen, wie du einen neuen anlegen kannst. Und zwar klicken wir dann einfach hier zum Generieren. Du siehst hier, ein Aktionszähler ist schon da. Jetzt füge ich einfach einen neuen hinzu und sage Klicks 2. Klick hier auf Speichern. Und du siehst, der ist auch aktiv. Dann können wir hier einfach wieder rausgehen. So, und jetzt möchte ich, wie gesagt, das Ganze hier, möchte ich hier den Klickzähler auch einbauen. So, hier haben wir unsere Webadresse, einen neuen Tab öffnen. Ich gehe hier auf Click Analytics. So, und jetzt möchte ich nicht den Klicks normal, sondern den wir eben erstellt haben, den Klicks 2, einfach testen, beziehungsweise hier hinterlegen. So, gehe einmal hier auf Speichern. Genau. So, und das dauert dann immer so 3, 4, 5 Minuten, bis die Änderungen dann auch ja, auf der Webseite sichtbar sind. Wir probieren es jetzt trotzdem mal gleich aus über die Vorschau, ob es vielleicht schon funktioniert. Ja, es dauert ein kleines bisschen. Mein PC ist heute etwas langsam. So, jetzt haben wir die Vorschau.
Und jetzt kann ich hier draufklicken, werde zu Google weitergeleitet. Okay. Gehen wir wieder zurück. So, und jetzt möchte ich natürlich auch wissen, nach einer gewissen Zeit, wie viele Klicks hat denn der Button jetzt gekriegt? Wie viele Klicks waren da drauf? So, und jetzt weiß ich ja, ich habe meinen Klickzähler Klicks 2 genannt. Jetzt gehe ich hier auf die Zahnräder und kann jetzt hier Aktionszähler verwalten. Und du siehst, hier werden jetzt meine Klicks, also meine Klickzähler, meine Aktionszähler aufgelistet. Ja, und du siehst auch hier schon Gesamtanzahl Klicks 1. Also wenn ich draufklicke, ich kann aber auch hier einfach über dieses Lupensymbol gehen. Und jetzt, das war jetzt dieser Aufruf, den ich zum Beispiel gemacht habe. Ja, also so einfach kannst du ja deine Webseite ein Stück weit tracken. Weitere Funktionen werde ich dir dann in den kommenden Videos noch zeigen. Ich hoffe, das Ganze war für dich hilfreich. Wenn dem so ist, hinterlass mir ja einen Daumen hoch, einen Kommentar. Freue ich mich immer gerne, wenn du Fragen hast. Nutz die Kommentarfunktion. Teile das Ganze mit deinem Netzwerk. Wichtig, abonniere den Kanal, dann verpasst du ja keine weiteren Videos. Und wenn du Bock hast, mit mir zusammenzuarbeiten, dann findest du unterhalb des Videos ja, Links mit Informationen, wie du ja in mein Team kommen kannst, wie du mit mir zusammenarbeiten kannst als Businesspartner. Und ja, würde mich freuen. In diesem Sinne maximalen Erfolg. Alles Gute. Bis zum nächsten Video. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.